Wir sind ziemlich aufgeregt, was an Bord von Aida Prima jetzt passiert. Und auch was das ganze Schiff zu bieten hat, welche Häfen wir anfahren und welche Shops es neu gibt und das neue Pooldeck. Das hat uns auch erinnert, wie wir uns auf Aida Stella kennengelernt haben. Es war genauso schön. Wir sind froh, dass wir die Übernachtung auf Airbnb gebucht haben. Es war ein tolles Erlebnis. Das war super schön hier, das ganze Drum und Dran und dieses richtige Feeling. Und das in dieser Showkabine ist natürlich ein super Eindruck, wie es später sein wird auf der Aida Prima.